Willkommen zu einem neuen Aquadicted Advendicted Adventskalender-Türchen bei Zoobox. Wir sind zu Gast bei Zoobox.de. Frohe Weihnachten. Genau. Wir haben den Roland, wir haben den Thomas zum Beirat, zum professionellen Beirat hier, weil wir euch ein paar Fische vorstellen, die nicht ganz so gängig sind und die wir auch entweder noch nie hatten oder äußerst selten haben. Und heute hast du uns noch einen Favoriten von dir rausgesucht. Ist das ein Flossensauger? Das ist ein Flossensauger-Verwandter, genau. Das ist eigentlich eine Schmerle. Ja. Also die Oberfamilie ist Schmerlen eigentlich und das sind sogenannte Flossensauger. Ja. Diese Gattung Homaloptera, die sind sehr weit in Asien verbreitet. Die gibt es also von Thailand, Malaysia, Indonesien rüber nach Vietnam. Ja. Die kommen eigentlich überall aus relativ schnell fließenden Biotopen mit hohen Sauerstoffwerten, auch weiches Wasser. Es sind halt optimal, wenn ihr euch die anguckt. Die haben diese großen Brustflossen, wo sie sich auch in die Strömung festsaugen können. Das ist jetzt, gab früher schon immer tolle Bilder, deswegen waren die so sehr gesucht von den Liebhabern. Diese Homaloptera orthogoniata, das ist so eine Schmerle, die so groß ist, im Prinzip schon in die Richtung geht, so wie diese orangene, aber noch prägnantere braune Bänder hat. Das ist eine Art, die eigentlich fast nie kommt. Vor 2 Jahren kamen mal ganz wenige Tiere über Reunemanns. Mittlerweile kommen andere Arten aus Thailand. Das ist jetzt eine ganz ungewöhnliche Art aus Java in Indonesien. Ach ja. Von daher kann ich die gar nicht mit einer Art ansprechen. Das ist einfach eine Homaloptera, eine unbeschriebene Art. Ja. Das Interessante ist, dass von Java nur eine einzige Homaloptera bisher beschrieben wurde. Ja. Und die sieht komplett anders aus. Sie heißt Homaloptera punctata, ist farblos und hat in der Schwanzwurzel einen Fleck. Ja. Also etwas komplett anderes. Und als Hornemann die Tiere bekommen hat, habe ich den Lieferanten, weil ich den persönlich kenne, habe ihn angeschrieben und gesagt, Degu, wo kommt der Fisch her? Hast du den aus Thailand? Hast du den aus Borneo? Woher? Sagt, nein, aus Java. Java. Und das war schon wirklich sehr, sehr überraschend, dass es dort auf Java eine Art gibt, was auch für mich dann durcherklärbar war. Passte in kein Schema von den Tieren, die ich aus Thailand kannte. Ja. Auch nicht die Tiere aus Borneo oder aus Sumatra kannte. Das ist wirklich eine neue, unbeschriebene Art aus Java. Sehr, sehr schön. Du hast vorhin erwähnt, die kommen aus schnell fließenden Gewässern, was ja viele nicht auf dem Schirm haben. Also ich war ja auch schon in den Tropen. Das ist nicht immer warm, das Wasser. Ja, also ist kühle. Vor allem sehr sauerstoffreich. Das ist das Wichtige. Das Sauerstoffreiche. Ne? Das ist bei denen sehr, sehr wichtig. Ja. Und die sind ja natürlich auch durch ihre Körperform an die Biotope angepasst. Ja. Also es ist ja beim Flossensauger offensichtlich. Der sieht ja wirklich aus wie ein Saugnapf. Ja. Und die können das auch gut. Also ich denke, mit einer richtig krassen Strömungspumpe tust du denen wirklich einen großen Gefallen. Ja, genau. Ist gut vergesellschaftbar? Ja, also im Prinzip, Futter. Ist relativ das Futterproblem. Ja, Futter. Die ist ein Aufwuchsfresser, oder? Ist ein Aufwuchsfresser, aber kein Algenfresser, das ist ganz wichtig, sondern er sucht sich die Mikroorganismen im Aufwuchs heraus. Das heißt, wir ernähren die hier mit lebenden Artemia. Ja. Und da reagieren die direkt drauf. Ne? Sie kennen das. Das ist natürlich das Problem, man muss die Pumpe abschalten, sonst kommen die überhaupt nicht zum Fressen. Das ist wieder schneller weg. Also deswegen haben wir auch die Steine hier drin. Das heißt, die saugen sich im Stein fest. Sobald wir Artemia drin haben, dann werden die ganz verrückt und sausen über die Steine weg. Also von daher ist es eigentlich auch kein Fisch für ein normales Gesellschaftsaquarium. Ideal ist halt wirklich, ihn mit solchen Styphodern, mit diesen kleinen Zwerghundeln zu vergesellschaften. Styphodern sind noch genauso vom Verhalten. Genau, kommen auch mit ihnen wahrscheinlich zusammen vor in den Biotopen. Ja. Und das passt perfekt damit. Also der Einzige, wer halt nicht reinpasst, sind eigentlich die Corydoras, aber die sitzen wegen der Temperatur drin. Ja. Weil die Brionotus auch aus kühlen Gewässern, kühlen, schnell fließenden Gewässern in Brasilien kommen. Ach ja. Deswegen war unsere Entscheidung, wir machen hier unten Aquarien mit Tieren, die kühleres Wasser brauchen, ohne Heizung auskommen und Strömung vertragen. Was lebt jetzt, also Java, ich war noch nicht dort in Indonesien, in den Biotopen, wahrscheinlich auch noch Barben oder was gibt es da noch? Da gibt es wahrscheinlich größere Barben, also Hampala und solche Sachen. Ja. Da gibt es vielleicht Grundeln. Grundeln gibt es natürlich. Ja. Es gibt so diese Obsidaridium wahrscheinlich, diese großen Bärblinge, diese Raubbärblinge. Es wird wahrscheinlich Chelas, Devarios und solche Sachen. Wird wahrscheinlich andere Flossensauger. Also ich kann es nicht sagen. Ich war in Java nie Fische fangen, weil es gibt nur ganz wenige nicht besiedelte Gebiete. Java ist einer der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Also da ist kaum noch Wald da. Ja. Deswegen hat es mich umso mehr verwundert, dass es die dort gibt. Aber er hatte mir erzählt, die gehen halt weg und fangen diese ganzen Grundeln dort, die Phodons. Wegen der Farbe. Und die gibt es noch, die Biotope. Ach, da ja. stehen zwar Palmen dabei und alles, aber die Biotope sind noch intakt und werden dann einfach gefangen dort. Sehr, sehr schöner Fisch. Also auf jeden Fall sehr interessant und hatte ich noch nie auf dem Schirm. Also wie gesagt, die anderen Arten kannte ich ja jetzt.
Vergesellschaftung wahrscheinlich auch gut mit Fischerhandgarnelen, oder? Ja, exakt. Genau, so wie sie daneben dran sitzen, Molokensis, ne? Die Molokensis, ne? Und die fressen praktisch die Artemia, die nicht fangen, fressen die Molokensis. Das ist wirklich praktisch. Also es ist eigentlich ideal, Molokensis, kleine Grundeln. Ja. Und dann vielleicht irgendwie noch einen kleinen Bärbling, einen Flossensauger oder halt einen Bärbling, also wo das mit verträgt. Ja, keine Konkurrenz, genau. Ja, genau. Beckengröße, 80er Meter? 80er, würde sagen 80 Zentimeter sollte es sein. Ne? Ja, Endgröße bei denen? Die, also bei der Art weiß ich es nicht, aber es geht Homaloptera artemoniata wird so 15 cm groß. Wir waren vor 2 Jahren oder 3 Jahren mal bei euch, da habt ihr Fingerdicke gehabt. Das waren die echten Artemoniata aus Borneo. Ja. Danach kamen die nie wieder, die Tiere. Dafür sind die aber farbig schöner, muss ich sagen. Nee, die anderen auch. Vielleicht habe ich gerade eine Kamera. Nee, hätte es mal in dem Schaubecken sehen müssen, da hatten wir eine drin sitzen. Also die Orangen hier, die kennst du mich schon. Ja. Aber die waren wirklich so. Ja. Also was ich nur dazu sagen, weil es halt eine Schmerle ist, man sollte sie immer in kleinen Gruppen halten. Ja. Die verhalten sich zwar nicht als Schwarmfisch, aber sie haben immer den anderen im Sichtkontakt. Ne? Von daher ist wichtig, man sollte schon 3, 4, 5, 6 zusammenhalten, damit die sich wohlfühlen. Das sind keine Einzelgänger, die Tiere. Ne? Aber wirklich was Interessantes. Ich überlege gerade die ganze Zeit, an was die mich erinnern, aber das ist schon was Eigenes. So ein bisschen hat es was von einer, so wie so ein Sandhai. Mhm. Ne? Also, oder so ein Katzenhai. Stimmt. Die mit dem Kopf nach vorne. Ja. Wirklich ein cooler Fisch. Wasser, wahrscheinlich tolerant, oder? Weich ist tolerant, ab? Ist tolerant. Wobei ich ihn halt eigentlich eher in weichem Wasser, aber spielt bei uns. Ja, okay, wir haben halt hier weiches Wasser. Ja. Aber ich glaube, das spielt nicht wirklich so eine Rolle. Ne? Ja, und kühl vor allen Dingen. Kühl. Viel Sauerstoff. Zumal durch die Sauerstoffanreichung werden die immer einen hohen pH-Wert dort haben. Ja. Also, das von daher spielt es nicht so eine Rolle. Und das ist eigentlich ganz okay dann. Hat die schon mal jemand vermehrt oder sind das grundsätzlich? Habe ich noch nie gehört, im Gegensatz zu den Sevelias oder den normalen klassischen. Die klassischen Flossensaugergang. Ja. Bei denen habe ich das noch nie gesehen. Ja. Oder möglicherweise machen die vielleicht auch Laichwanderungen oder so etwas. Ich kann es nicht sagen. Und nicht so regulär erhältlich. Ne? Gar nicht. Also so wirklich was Spezielles. Die gab es jetzt ein einziges Mal. Ne? Ja. Das erste Mal. Ja, und die stehen ja unten. Das man soll vielleicht sagen, das hat 18 bis 23, 24 Grad. Das ist ideal, ne? Genau. Und das ist ja im Sommerverlauf bei uns oder im Jahreszeitenverlauf. Ja. Das ist kein Problem. Also es ist jetzt nicht, dass jemand auf die Idee kommt, in den Gartenteich zu setzen, weil ich gesagt habe, es sind Kaltwasserfische. Oder auch 8 Grad unter dem Kühlschrank. Genau, oder in der Garage überwintert. Also es ist schon, sagen wir mal, Raumtemperatur. 20 bis 24 Grad ist gut. Genau, ne? Also Strömungspuppe, ja, aber am Heizer dürft ihr sparen. Genau. Das ist kein Problem. Ja, ganz, ganz toller Fisch, also wirklich super auffällig. Letzte Frage von meiner Seite, sind die farblich variabel, sind die stimmungsabhängig? Das weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall unterschiedlich, sehen eigentlich alle unterschiedlich aus. Ob das jetzt... Wenn man hell, dunkel, ne? Ja, kann ja wahrscheinlich also ich muss sagen, ich habe den Orangen da hinten vorher, war mir noch nie aufgefallen. Das ist wahrscheinlich extra nur, weil ihr heute da seid. Weil wir heute hier sind, genau. Der Osten leuchtet. Und dann haben wir gesagt, okay. Wir haben sie hübsch angezogen, haben sie ernst genommen, andere haben es gesagt. Dürfen wir in den Kalender? Ja, sie haben es geschafft, Also ich glaube, wir könnten hier direkt Kalender bis 2030 drehen, bei allem, was hier rumschwimmt. Mal schauen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht eine Fortsetzung in Erwägung zieht und euch das vorstellen könnt, dürft ihr uns natürlich gerne einen Daumen da lassen und auch Zoobox. Kanal ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Wir danken euch beiden für eure Expertise und die Möglichkeit, dass wir heute hier drehen durften. Ja, super interessant, super toller Fisch. Wir danken euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und fürs, wenn ihr wollt, Kommentare schreiben und Like da lassen. Und gern im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ja, Leute, die Glocke. Weihnachten. Ja, stimmt. Die Glocken läuten hier die ganze Zeit in der Weihnachtszeit. Also, vielen, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.